So, willkommen zu einem neuen Gameplay-Video und wir zeigen euch jetzt heute mal ein Spiel, das nennt sich Dungeons. Und ich muss es euch leider so im Fenstermodus zeigen, da das nicht anders geht, sonst könnt ihr das Spiel nicht sehen. Ich habe das gestern schon mal ausprobiert, das geht sonst nicht. Aber so funktioniert das wundervoll. Wenn ihr kurz nochmal raufschauen. Voilà. Jo. Wird übertragen. Dungeons play best on anywhere PCs. Und die sind natürlich wirklich sehr, sehr leistungsstark. Wer kommt denn da? Genau darum geht es. Man konnte schon ein bisschen was einiges da sehen und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Demo könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Knappe 400 MB, die findet ihr auf jeden Fall auch noch unter dem Video verlinkt, wo ihr es euch direkt natürlich herunterladen könnt. Hier sind auch mal sehr interessante Mitteilungen. Achtet darauf, dass eure Bedürfnisräume immer gefüllt sind. Leere Räume sind für alle uninteressant und das ist wirklich die Wahrheit. Also los! Wie war das nochmal? Ich sehe besser im Handbuch nach. Kein Wort verstehe ich von diesem unsinnigen Gebrabbel. Egal, ich muss die Treppe in die Tiefe finden. Genau, mit WASD können wir steuern. Mit der rechten Maustaste können wir drehen und das Fenster schließen wir mal, denn wir kennen das schon ein bisschen. Und hier können wir dann zum Beispiel sehen, hier ist schon mal was Interessantes. Es geht hier immer weiter. Hier sind so was wie Schatzkiste, also alte Sarkophage. Hier drüben entdecken wir ja auch nochmal eine Grabstelle, das ist hier eine Engelstatue. Und hier drüben ist ein Grab, also das sieht schon mal nicht gut aus. Hoppala. Hören denn diese Tunnel nie auf? Man läuft sich ja hier zu Tode. Ich werde nie verstehen, wieso Helden immer unsere Dungeons besuchen wollen. Wenn ich Dungeon Lord wäre, müsste ich hier nicht so sinnlos herumlaufen. Aber meine Zeit wird noch kommen. Ich könnte mich in diesen verdammten Tunneln andauernd verlaufen, obwohl es nur ein langer Gang ist. Ja, hier unten in der Mimmel können wir rein und rauszoomen. Wenn wir da mal weiter rauszoomen, sehen wir, dass hier hinten was ist. Und das wollen wir uns dann gleich mal anschauen. Deshalb gehen wir da hin und mit M können wir sie auch komplett öffnen. Und dann sehen wir hier eine wundervolle Map. Hier oben sind wir, da unten müssen wir hin, denn da ist gleich so das Ziel, was wir brauchen. So, hier hinten ist ein Brunnen. Und hier geht es dann immer weiter. Hier hinten, ganz gefährlich, ein altes Gefängnis, wo auch ab und zu mal noch ein paar Leute drin sind. So, und hier sind irgendwie rote Schwaden. Wunderbar! Ich habe endlich den Dungeon des Meisters erreicht. Nur in diesem Bereich, dem sogenannten Einflussbereich, kann er Dinge bauen. Alles, was in diesem Bereich liegt, gehört dem Meister. Egal, wer es erbaut hat. Nochmal das Handbuch konsultieren? Was? Verdammt! Ich hätte auch deutlich mehr Übersicht haben können. Offenbar war die ganze Zeit ein Zauber auf mir aktiv. Am besten beende ich diesen. Mhm.
Ihr habt hier einen Zauber, nämlich in der Schnellleiste. Die haben wir hier unten. Und kann man den Zauber anklicken, um ihn zu deaktivieren. Das tun wir einfach jetzt mal. Dann ist er deaktiviert. Aha, deutlich mehr Übersicht. Genau. Und da haben wir jetzt nur in der Schnellleiste unten. Stellen sich natürlich viele Dinge. Hier können wir nämlich die Augen des Lords, das war nämlich der, den wir hier unten haben. Und natürlich dann noch viel, viel mehr. Und wir können auch andere Sachen da reinziehen, indem wir in die Schnellleiste B gehen. Da sind dann einige Gefechte hier schon mal. Können wir schon mal zeigen. Und die können wir dann noch unten mit hinzufügen. Und dann uns darüber freuen. Und da kommen wir auch später dazu, zu den Fröschen, also zu den Gnomen und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal ist es für uns wichtig, dass wir hier erstmal weitergehen. Jetzt läuft das hier nämlich mit Rechtsklick. Und das ist jetzt unser nächstes Objekt. Sehr gut. Dort ist die Treppe nach unten. Ich muss lediglich den Hebel neben dem Tor benutzen. Ich würde mir das Ding ja genauer anschauen, aber das Handbuch schwafelt irgendwas Idiotisches über Selektieren mit der Maus. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ja, Selektieren mit der Maus. Ganz einfach zu sagen. Einfach mal anklicken. Und dann drehen und guck mal hier schon das Tor geöffnet mit dem Hebel. In diesem Fall gehen wir auch direkt runter. Euer treuer Diener hat euch sicher bald erreicht. Hier haben wir leider keine Herausforderung erfüllt, aber das ist nicht so schlimm. Denn jetzt geht es ja im nächsten Level weiter, nämlich unter anderem ist hier ein Tipp, Stift enthält durch die Falle. Ihr macht euch am besten sofort ans Werk, Meister. Diese ekelerregenden Halblinge versorgen ganze Länder mit ihren widerwärtigen Leckereien und lassen die Oberflächenbewohner dick und zufrieden werden. Wir sind praktisch dazu verpflichtet, dem ein Ende zu bereiten. Dank der Saat der Zwietracht werden die Halblinge sicher bald auf andere Gedanken kommen. Meister, ich schlage vor, dass ihr zunächst alle Monsterunterschlupfe unter eure Kontrolle bringt. Das sollte die Suche nach der Saat der Zwietracht erleichtern. Leider sind die Monster in der Umgebung außerordentlich unkooperativ. Ich fürchte, ihr müsst diese dümmlichen Kreaturen erst mit ein paar schlagkräftigen Argumenten überzeugen. Ja, schlagkräftig bedeutet schon ein bisschen. Es ist ein bisschen komisch. Hier haben wir jetzt gleich auf der 1. Das ganz Wichtige ist das Pentagramm konvertieren. Das brauchen wir gleich, um nämlich das eine Pentagramm hier zu benutzen. Und hier sehen wir wieder ein Gefängnis für zwei Personen. Ist das? Ja. Und das ist alles, was hier im roten Bereich ist. Ist da, wo wir sicher sind. Im grünen Bereich ist es so, dass wir jederzeit angegriffen werden können. Und hier ist tatsächlich auch schon unser erster Gegner. Nämlich Fledermäuse. Und hier fließt auch schon ein bisschen Blut. Ja, 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 ja. So. Wir drücken 1, drücken darauf und das machen. Und das sind wir jetzt gerade dabei, zu uns hinzuzufügen. Denn umso mehr Pentagramme wir haben, umso mehr. Und ein größeres Sichtfeld haben wir. Das werden wir gleich sehen. Ausgezeichnete Arbeit, Meister. Seht nur, wie sich euer Einflussbereich vergrößert hat. Beachtet aber, dass ihr sehr anfällig seid, während ihr ein Pentagramm einnehmt. In diesem Fall kann euch selbst eine lausige Fledermaus schnell zum Verhängnis werden und euren Zauber unterbrechen. Meister, ihr habt gerade einen Monsterunterschlupf in euren Einflussbereich gebracht. Ein Monsterunterschlupf bietet einer bestimmten Monsterart, Unterschlupf eben. Sobald sich ein Unterschlupf einer bestimmten Art unter eurem Einfluss befindet, könnt ihr Pentagramme dieser Monsterart errichten. Zudem bringt euch jeder Unterschlupf Bevölkerungspunkte, die ihr zum Bau von Pentagrammen benötigt. Meister, als nächstes solltet ihr selbst einige Pentagramme erbauen und so euren Einflussbereich erweitern und die verbleibenden Monsterunterschlupfe unter eure Kontrolle bringen.
Dazu ist allerdings Gold nötig. Gold bekommt ihr am besten durch Helden, die durch einen Eingang in euren Dungeon strömen. Genau, also den Heldeneingang öffnen und das einfach mit Rechtsklick und es ist alles ganz leicht. Alles im roten Bereich ist unseres und also Pentagramme können wir hier oben mit dem Pentagramm-Button öffnen und da haben wir dann noch hier Vampirfledermäuse und das ist das, was wir auch am größten Teil benötigen. Und hier oben sehen wir, dass wir 1 von 8 Pentagrammen haben. Und das ist schon mal eine riesengroße Menge. So, hier hinten ist eine Bücherei. Da müssen wir aber nicht hin. Wir müssen jetzt eigentlich mehr hier unten hin und hier unten ein Pentagramm errichten. Überall, wo das Ding grün leuchtet, ist ein Pentagramm möglich. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt muss jetzt nämlich von einem Goblin aktiviert werden. Das Meister, seht nur! Dort wurde offensichtlich ein Goblin eingesperrt. Diese knuffigen Gestalten sind zwar nicht mit sonderlich viel Hirn gesegnet, dafür bieten sie aber einiges mehr an Muskelkraft. Wenn er ihn befreit, wird er sicherlich gute Dienste leisten. Das denke ich auch. Das heißt, wir befreien jetzt mal hier diesen Goblin. Da lacht sehr komisch, ne? Och, seht nur, Meister, wie dankbar diese Kreatur ist. Sie ist so anhänglich, als ob ihr seine Mutter wärt. Ihr könntet ihn wahrscheinlich von einer Klippe springen lassen und er würde es mit Freuden tun. Aber selbstverständlich brauchen wir ihn noch für eure düsteren Pläne. Grabt diese Schatzkammer an, damit die Helden aus dem ersten Eingang sich daran ergötzen können und wertvolle Seelenenergie sammeln. Genau. Das werden wir jetzt mal tun. Unser Goblin ist tatsächlich da weggerannt. Ich weiß nicht warum, aber jetzt werden wir mal ein bisschen hier graben. Und das machen wir ganz einfach so, dass wir hier einen Gang ziehen. Rechtsklick darauf klicken. Achso, er hat das Pentagramm aktiviert. Achso, jetzt verstehe ich's. So, jetzt wird der Goblin für uns arbeiten. Voilà. Und jetzt haben wir hier einen Gang schon mal durchgebaut. Zur Sicherheit machen wir ihn und die zwei mit. Dann passt das gut. Und sieht auch gut aus. So, in dieser Zwischenzeit werden wir dann mal hier diesen Heldeneingang öffnen. Ausgezeichnete Arbeit, Meister! Zieht euch nun am besten ein bisschen zurück und lasst die Helden in euren Dungeon strömen. Denn Helden bringen euch nicht nur Gold in den Dungeon, sondern auch Seelenenergie. Letzteres gibt es allerdings nur, wenn sich Helden zuvor in eurem Dungeon amüsieren. Genau. Also, ich benötige dazu nämlich ein paar Arbeiter für Goblins und das kann man sich dann noch begehren. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen zur Seite, denn da kommen alle Minute da jemand raus. Und da ich gleich hier noch ein bisschen mehr Platz brauche, mache ich das hier auch nochmal alles weg. Und wir beobachten einfach mal hier ein bisschen die Wand, ne, wann da gleich jemand kommt. Oh, seht nur, da ist auch schon der erste Held. Lasst ihn nur gierig Gold in seine Taschen stecken, Meister. Denn ihr wisst ja, zufriedene Helden besitzen mehr dieser Köste.